herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und herzlich willkommen zum größten Lego-Schiff der Welt. Das war es noch nicht, aber wenn wir rüberschwenken, da sehen wir es da hinten schon. 12 Meter lang, 1,60 Meter breit und 2,70 Meter hoch das Ganze. Ich hatte es ja schon angekündigt, in Kiel ist es jetzt noch bis Sonntag beim Deutschen Seeschifffahrtstag zu sehen an der Hörn. Für mich als Kieler also ein Heimspiel und da hatte ich auch die Möglichkeit, ein Interview zu führen. Neben mir ist jetzt Franziska Reckling und Sie waren auch beteiligt hier an dem Schiff. Das ist richtig, ne? Das ist richtig, korrekt, genau. Das Besondere an diesem Lego-Schiff ist, dass hier jeder Mitarbeiter von DFDS mitgebaut hat. Es sind in alle Standorte von DFDS einzelne Teile geschickt worden, die dann zu Quadern zusammengesetzt worden sind, die wir dann wieder in die Werkstatt geschickt haben, woraus das große Schiff gebaut worden ist. Das heißt, so ein großes blaues oder ein großes weißes? Ja, was war denn bei Ihnen? Bei mir waren blaue Teile persönlich beteiligt. Wie waren das dann bei Ihnen? Wir haben etwa 5000 Teile ins Büro geschickt bekommen. Wie viel sind es insgesamt, die wir jetzt hier hinter uns sehen? 1.015.000. Das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Die kann man auch schwer nur tragen, ne? Was wiegt das Ganze? Das wiegt fast 3 Tonnen, genau 2,86. Auch das ist ordentlich. Das heißt, dieser Wagen ist auch relativ vorsichtig wahrscheinlich hierher gefahren worden oder ist schon was kaputt gegangen beim Transport? Ja, durch die Transportschwingungen fällt immer mal ein Teil ab. Bei einer Besonderheit ist auch, es sind nur wichtige Teile geklebt. Das meiste ist wirklich ordentlich zusammengesetzt, wie sich das gehört. Und dadurch fällt natürlich durch die Schwingungen immer mal eins ab. Aber wie man sieht, im Moment noch wunderbar heil. Man konnte ja auch von oben, oder man sieht ja auch, man kann von oben reingucken. Es gibt zumindest eine Ladefläche, auf die man schauen kann. Da sind auch Autos. Gibt es auch noch mehr sozusagen in dem Bereich, den wir jetzt nicht sehen? Oder ist dahinter sozusagen wirklich dann einfach nur massives Lego? Ja, das ist viel massives Lego. Das ist nach vorne natürlich dann der Vorderteil des Schiffs. Und oben drauf ist nicht mehr ganz viel zu sehen. Aber das Spannende ist wirklich auf dem Fahrzeugdeck aufgebaut. Wissen Sie, wie lange das Ganze dann gedauert hat? Also von der Idee oder vom ersten Stein, der gesetzt wurde, bis es dann so fertig war? Also von der Idee bis zum ersten Stein, bis es fertig war, war es ein halbes Jahr. 3 Wochen wurde konkret dann gebaut, 900 Arbeitsstunden. Und das ist anlässlich unseres 150-jährigen Firmenjubiläums von DFDS gebaut worden. Das stand ja auch nicht erst hier in Kiel, nicht, sondern woanders. Genau, das stand erst in Kopenhagen und ist dann auf Europatour gegangen durch all unsere Standorte. Es kommt jetzt gerade aus Klaipeda und fährt am Montag nach Oslo wieder. Und wie lange zieht es noch weiter? Das zieht noch bis November, bis zum Geburtstag von DFDS. Dann können Sie noch mal sagen, was ist genau DFDS? Das ist eine Reederei, klar, sonst würden Sie keine Schiffe hier hinstellen. Wo fahren Sie? Das ist eine dänische Reederei und wir fahren in Nordeuropa. Wir haben 8 Passagierrouten und noch etliche Frachtrouten, auch noch bis ins Mittelmeer. Ja. Das heißt, das Schiff ist auch genau einem Ihrer Schiffe dann nachempfunden wahrscheinlich? Nein, das ist eine Ropax-Fähre der Zukunft. So stellen wir uns eine Fähre vor, wie sie einmal aussehen könnte. Aus Legosteinen. Aus Legosteinen, genau. Es ist, glaube ich, auch noch eine besondere Bautechnik dahinter, ne? Also gerade was so sozusagen die Symbiose aus Schiff und Trailer angeht. Genau, das ist richtig. Also das Schiff ist quasi um ein paar Metallstreben gebaut, die mit dem Trailer verschweißt sind. Das ist quasi das Skelett, das Gerüst, das das Schiff hält, damit es dann einfach stabil in sich ist. Und drumherum sind all dann die Legosteine gebaut. Das heißt, einfach mal rausnehmen das Schiff, abends mit nach Hause nehmen und den Kindern zeigen, geht nicht? Das geht nicht, genau. Es ist auch nicht schwimmfähig, das muss man auch ehrlich zugeben. Das ist nicht ganz wasserdicht. Was passiert dann ab November? Dann darf jeder wieder seine Steine mitnehmen oder was machen Sie damit? Also es gibt 2 Pläne. Entweder kommt es in den Lego-Park in der Nähe von Kopenhagen oder es wird natürlich leider auseinandergebaut. Das wissen wir noch nicht genau. Ja, und dann noch ein neueres Schiff dann daraus machen? Neueres, genau, genau. Wie wird es bisher angenommen? Ich sehe hier eigentlich ständig Leute, die da auch hochkraxeln. Eigentlich gucken sie auch ständig. In der Presse war auch viel. Also ist, glaube ich, ein Highlight hier, oder? Auf jeden Fall. Große Augen, begeisterte Augen. Wir haben sogar schon eher aufgemacht heute, als vereinbart war, weil einfach schon alle unbedingt sehen wollten, was sich hinter dem Vorhang verbirgt, konnten wir nicht mehr länger verstecken. Aber mitgenommen hat noch keiner einen Stein? Das nee, geht schon was. Nein, nein, alles gut, das ist noch nicht passiert. Gut, dann vielen Dank. Dann ja, bis Sonntag kann man es ja hier noch sehen, genau. In Kiel. Und dann wo muss man hinfahren als nächstes? Dann als nächstes nach Oslo. Ja, geht ja auch. Geht von Kiel eine Fähre. Also das kriegt man noch hin. Im November wird es aber nochmal in Hamburg sein. Okay, das geht. Wo da, wissen Sie das? Wahrscheinlich auf den Reisetagen am Flughafen. Ah ja. Vielen Dank an Franziska Reckling von DFDS für das Interview. Kurz danach übrigens wollte eine der Fähren, die in Kiel liegen, losfahren, trötete. Und was dann passierte, das hören wir jetzt. Musik.
Kurz gesagt, es gab einen kleinen Wettkampf, wer denn die dickste Tröte hat. Das war ohrenbetäubend, aber ein würdiges Ende für diese Klemmbaustein-Lyrik-Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.